Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem politischen Magazin aus dem Bayerischen Landtag. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Gleichstromtrasse, die ja in Mittelfranken geplant ist. Sie sorgt derzeit für Proteste bei vielen Bürgern. Beginnen wollen wir aber noch mit der größeren Einbindung der Bürger in die Politik. Stichwort ist hier die Volksabstimmung. Dazu später auch unser Kontrovers mit Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Ein Thema ist die Forderung der Freien Wähler, die Volksabstimmung in die Verfassung mit aufzunehmen. Der Politik soll man nie Nein sagen. Das auch gilt für diesen Fall. Also ich bin davon überzeugt, dass es ein ganz wichtiger Gesetzesvorschlag war, Gesetzesinitiative von uns war. Ich stehe dahinter, ich unterstütze das und ich werde das mit aller Kraft auch draußen bei den Bürgern vertreten. Denn alle Macht geht ja vom Volk aus. Und das drückt unser Gesetzentwurf aus. Und wir brauchen diese Volksabstimmung, wir brauchen diese direkte Beteiligung der Bürger. Ähnlich wie es in der Schweiz ja sehr gut läuft. Deswegen stehe ich hinter diesen Entwurf und deswegen möchte ich den gerne umsetzen. Also ich war jetzt ja kürzlich in der Schweiz und habe dann auch mit den Volksvertretern über Volksabstimmungen diskutiert und die haben halt gesagt, bei ihnen sind Volksabstimmungen schon lange Tradition und es gehen beide Lager dorthin zur Volksabstimmung, weil sie wirklich wissen, dass es da um die Zukunft geht. Bei uns habe ich manchmal den Eindruck, dass der Wähler da einfach ein Stück weit müde ist und sagt, das läuft schon in irgendeiner Form. Ich denke, wir müssen bei Volksabstimmungen von beiden Seiten noch viel mehr versuchen, den Wähler zu mobilisieren dann. Wir sind generell für eine stärkere direkte Demokratie. Wir wollen auch Volksbefragungen durchführen, finden wir durchaus sinnvoll. Man muss aber schon immer auch genau sehen, um welche Frage dreht es sich. Also es kann nicht sein, dass man generell alles zur Debatte stellt. Wir haben durchaus auch Situationen, wo eine Frage sehr komplex ist, auch was es den finanziellen Hintergrund angeht. Also da muss man sich schon genau anschauen, welche Themen eignen sich zur Volksbefragung. Aber generell sagen wir, jawohl, es ist sehr gut und eignet sich. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir Volksabstimmungen hier in Bayern bei wichtigen, zentralen politischen Fragen einführen, allerdings nicht dort, wo es rein um Minderheitsfragen geht. Wir machen uns gerade in der Fraktion Gedanken darum, welchen Modus am besten wir implementieren wollen. Zuerst waren es störende Windräder. Jetzt kommen auch noch die geplanten Gleichstromtrassen dazu, die für die aktuellen Bürgerproteste sorgen. Für die Politik momentan kein leichtes Thema. Wie wird sie denn aussehen, die Energiewende für Mittelfranken? Ja, das ist im Moment ein sehr, sehr großes Streitthema. Ich denke, dass es jetzt noch einen viel größeren Einfluss gewinnt. Wir waren ja von Anfang an nicht klar, wollen wir die zentrale Produktion oder die dezentrale Produktion. Ich war persönlich immer ein Fan der dezentralen, wohnortnahen Produktion. Und dann müssen wir aber auch den Mut haben, die auch tatsächlich umzusetzen. Ich denke, durch die Proteste kommt jetzt schon wieder ein bisschen ein Umschwenken rein. Für mich ein Umschwenken in die richtige Richtung, weil das, was Ilse Aigner jetzt vorgeschlagen hat, vorübergehend mal Gaskraftwerke zu bauen, geht eigentlich in den Weg, den ich auch ganz gern habe. Ich bin nach wie vor Fan der Methanisierung, dass ich sage, okay, übrigen Strom in Methan umwandeln, ins Gasnetz einspeisen und dann haben wir jetzt mit den Gaskraftwerken eigentlich nichts verloren. Gibt es denn schon konkrete politische Konsequenzen auf diese Protest- und Bürgerbewegungen? Ja, die sehen wir ja. Es gibt Riesendiskussionen und ich denke, das ist eigentlich der richtige Schritt und der erste Schritt. Die Diskussionen müssen jetzt geführt werden. Die Diskussionen sind sehr konträr und ich freue mich darauf, dass die jetzt weitergehen. Die erste Geschichte ist natürlich ganz klar, wir brauchen bei der Südosttrasse, die hier von Meitingen nach Lauchstädt geht, die Möglichkeit der Erdverkabelung. Da haben wir auch einen Antrag eingebracht. Da hoffen wir, dass es so schnell wie möglich jetzt möglich gemacht wird. Zweitens, eine Bündelung auf bereits bestehenden Trassen ist unser Anliegen. Das heißt, können wir es denn nicht schaffen, bestehende Stromtrassen durch 380 kV-Leitungen vielleicht zu nutzen, um dort auch die Gleichstromtrasse dann auf dem gleichen Mast zu installieren. Das sind Möglichkeiten, die müssen einfach geprüft werden. Und zum Dritten natürlich ganz klar zu sehen, wo muss die Trasse entlang führen und in welcher Form ist sie denn auch nötig. Also dass man hier noch einmal nachsieht, jawohl, wo brauchen wir denn den Stromimport, an welcher Stelle? Und ich sehe durchaus auch einen Unterschied, dass wir sagen, jawohl, wir haben hier Leitungen, die an Autobahnen entlangführen, weitaus weniger kritisch sind. Also da braucht man eine Bündelung an bestehenden Trassen.
sehe die nicht in Gefahr. Es geht erst einmal um die Frage, die Versorgung zu gewährleisten, also Schritt für Schritt. Und dann die Frage zu prüfen, brauchen wir die Trassen und brauchen wir sie in dem Umfang, wie sie momentan propagiert werden. Ich bin eher skeptisch momentan. Ich bin der Meinung, die Dinge müssen geprüft werden. Welche politischen Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt aus diesem Bürgerprotest? Ich bin persönlich der Meinung, dass wir die Bürger sehr ernst zu nehmen haben, weil die Bürger letztlich sehr sensibel, sehr feinfühlig die Dinge erkennen und natürlich nicht sich ein X vorm U vormachen lassen. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, warten wir ab, bleiben wir mit den Bürgern im Gespräch, klären wir die Versorgungssicherheit, sehr, sehr wichtig, und dann entscheiden wir, wann und wo welche Trassen notwendig sind. Mit der Energiewende hat es nur sekundär was zu tun, denn dieser Strom, gerade der durch unsere Leitungen fließen soll, das ist ja Braunkohlestrom, das hat mit regenerativer Energie gar nichts zu tun. Deswegen drei ganz klare Forderungen von meiner Fraktion und von mir. Erstens einen Masterplan für die Energiewende in Bayern. Zweitens ein eigenständiges Energieministerium, das alle Kompetenzen vereint, den Sachverstand vereint, das auch dann die entsprechenden Pläne durchsetzt. Und drittens die Bürger frühzeitig mit einbeziehen, frühzeitig zu informieren, was geplant ist. Dann werden wir die Energiewende schaffen. So wie es die Staatsregierung macht, ist ein Versagen. So werden wir es nicht schaffen. Plenum TV kontrovers, dieses Mal mit dem Thema der Bürgerbeteiligung an der Politik. Gemeint sind hier aber nicht die bevorstehenden Kommunalwahlen, sondern die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen. Ich begrüße dazu Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Beide sind sie im Ausschuss für, ich lese vor, Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Wie viel Bürgerbeteiligung, Frau Guttenberger, ist denn gewünscht? Also der Bürger ist in Bayern schon weitgehend beteiligt, zum Beispiel als festes Organ an der Gesetzgebung durch Volksbegehren, Volksentscheid, kann der Bürger an der Gesetzgebung direkt mitwirken. Und wir können uns daraus vorstellen, dass in anderen Bereichen, also zum Beispiel in Staatsangelegenheiten, die bayernweit von Bedeutung sind, zum Beispiel durch eine Volksbefragung eine Mitwirkung erfolgen könnte. Der momentane Vorschlag von den Freien Wählern einer generellen instituierten Volksabstimmung als solches befürworten Sie von der SPD ja jetzt nicht. Also ich habe ja im Plenum schon ausgeführt, grundsätzlich unterstützt die SPD aus traditionellen Gründen alle Initiativen, die darauf abzielen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir haben deswegen ja auch selbst einen Vorschlag gemacht zur Einführung von sogenannten Volksbefragungen. Was die Freien Wähler nun vorschlagen, nämlich verbindliche Volksabstimmungen zu, wie sie es nennen, grundlegenden Fragen mit gesamtbayerischer Bedeutung, da haben wir verfassungsrechtliche Bedenken, deshalb, weil dieses Instrument bisher in der Bayerischen Verfassung nicht vorgesehen ist und nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auch nicht eingeführt werden dürfte. Der Meinung bin ich zwar persönlich nicht, aber jedenfalls kann man nicht, so wie die Freien Wähler, diese ganze verfassungsrechtliche Problematik einfach ausblenden. Die gibt es in der Tat. Und weil wir die kennen, haben wir ja vorgeschlagen, Volksbefragungen, die empfehlenden Charakter haben, aber nicht den Landtag oder die Staatsregierung so binden, wie es die Freien Wähler vorschlagen. Das ist verfassungsrechtlich nach meiner Überzeugung nicht darstellbar. Volksbefragungen, Frau Guttenberger, das macht ja Ihre Partei schon sehr lange eigentlich durch Marktforschungsinstitute zum Beispiel. Es ist aber ein Unterschied, ob Sie jetzt eine Volksbefragung eines bestimmten Teils der Bevölkerung tun oder ob Sie eine Volksbefragung sozusagen des bayerischen Volkes als Ganzen, wir stellen uns vor, wenn dann auch derjenigen, die wahlberechtigt sind, durchführen nach den Grundvoraussetzungen, genauso wie wir es bei Volksentscheid und bei vorgelagerten Volksbegehren haben, nämlich dass jemand sich eben registrieren lassen muss, also dass er eine Eintragung hat und so weiter, wo auch klar ist, dass die Identität, die er dort angibt, auch die seine ist und ähnliches, also in dem verfassten Bereich, wie wir sie bei Volksbegehren, Volksentscheid haben, so könnten wir uns das beispielsweise vorstellen. Und wir möchten das eben, also wir sehen keinen Bedarf im Bereich der Gesetzgebung, weil bei der Gesetzgebung ist ja der Bürger schon Teil der Legislative durch Volksbegehren, Volksentscheid. Aber in allen anderen Bereichen sind wir der Ansicht,
Also alles, was bayernweit Bedeutung hat, könnten wir uns das vorstellen. Und wir würden es auch daran binden, dass es natürlich so ausgestaltet sein muss, dass also die Staatsregierung und der Landtag an der Entscheidung, machen wir zu dem Thema eine Volksbefragung oder machen wir es nicht, entsprechend beteiligt ist, also entsprechend den Mehrheitsverhältnissen. So könnten wir uns das vorstellen. Also auch das ist noch nicht in eherne Bahnen gegossen, aber das wäre für uns ein Weg. Und die verfassungsmäßigen Bedenken des Kollegen Schindler zum Entwurf der Freien Wähler teile ich voll und ganz, weil so wie das derzeit ausgestaltet ist in diesem Gesetzesentwurf, könnte das sozusagen die ganz grundlegende Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, nämlich dass das Budgetrecht nicht Gegenstand von Volksgesetzgebung sein kann, weil das das ureigenste Recht der Exekutive ist, könnte man auf die Art und Weise umgehen. Und da sehen wir einen der Punkte, wo wir sagen, das ist für uns nicht der richtige Weg. Sie stimmen dem zu, Herr Schindler? Nicht in allen Details, aber im Grundsatz. Also ich möchte noch mal sagen, Volksbefragungen, so wie wir sie vorschlagen, sind natürlich wesentlich mehr als eine TET-Umfrage oder als eine repräsentative Umfrage, sondern richten sich ja an das gesamte Wahlvolk. Wir haben sogar vorgeschlagen, auch Leute da mit abstimmen zu lassen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber solche Volksbefragungen sind auch weniger als eine verpflichtende Entscheidung eines und endgültige Entscheidung eines Themas, weil da die Kompetenzen eben anders verteilt sind. Das darf nach der bisherigen Kompetenzordnung der Bayerischen Verfassung halt entweder, wenn es den Landtag betrifft, nur er, oder wenn es die Staatsregierung betrifft, auch nur die Staatsregierung, aber nicht eine andere Gruppierung in diesem Sinne oder eine andere Institution in diesem Sinne, das Volk. Wie fürchten Sie hier eigentlich den Verlust Ihrer Souveränität als Volksvertreter? Nein. Im Gegenteil, weil nach unserem Vorschlag jedenfalls wollen wir es so regeln, dass die Initiative zur Durchführung von Volksbefragungen vom Landtag ausgeht. Sodass der Landtag, wenn er klug ist, sich das ganz genau überlegt, wann greift er zu diesem Instrument. Er wird es nicht wöchentlich machen können, weil dadurch entwertet es sich selbst, sondern nur zu ausgewählten wichtigen Fragen. Und er tut dann auch gut daran, das Ergebnis dieser Volksbefragung zu bedenken, zumindest bei der weiteren Entscheidung. Einen Verlust an Souveränität sehe ich überhaupt nicht, wobei ich schon daran erinnern möchte, das Volk ist der Souverän. Wir sind vom Volk gewählt und vertreten den Souverän als Abgeordnete, aber der Souverän ist und bleibt das Volk. Genau. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da sind wir uns jetzt wiederum voll und ganz einig, und wir haben aber auch in einem Land Gewaltenteilung. Das heißt, Exekutivbereich regelt seine Angelegenheiten selber, Legislative und Judikative und gegenseitige Kontrolle. Also ganz klassisch. Wir sind allerdings der Ansicht, dass es nicht im Bereich der Gesetzgebung sein sollte, weil eben da der Souverän, das Volk, eben durch Volksbegehren, Volksentscheid ein viel, viel klareres Mittel hat, also da schon alle Kompetenzen hat, und zwar verbindliche Kompetenzen. Wenn die Quoren erreicht werden, dann kann ich das auch entsprechend dann durchsetzen. Und wenn ich eine Mehrheit über die Volksgesetzgebung, Volksbegehren, Volksentscheid habe, dann ist das eben Gesetz. Und deshalb sehen wir eben gerade diesen Bereich ausgenommen. Das ist übrigens auch der Punkt, wo die Freien Wähler ähnlich formulieren. Den würden wir ausgenommen sehen, aber wir wollen das, wenn, dann müsste das, ist das ein weiterer Punkt der Abwägung. Und das halte ich schon für richtig, dass man zum Beispiel sagt, in einem bestimmten Bereich möchte ich jetzt wissen, wie denkt denn das bayerische Volk als Ganzes, um das dann den weiteren Entscheidungen zugrunde zu legen. Also ich sehe jetzt da in keinem Bereich einen Souveränitätsverlust, sondern man hat einen zusätzlichen Abwägungstatbestand, und zwar einen gewichtigen. Bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin hier aus dem Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie wollen, und schönen Abend.